Servus Leute, mein Name ist Genannte Gamer und wie ihr schon an der epischen Überschrift lesen könnt, PC versus Konsole. Ich wollte mal mein eigenes Statement dazu bringen, denn ich hasse diese Diskussionsvideos. Wie sehen die meistens aus? Entweder sie werden von einem PC-Gamer geführt, der keine Ahnung hat von Konsolenspielen, oder es ist ein Konsolero, der noch nie auf dem PC gezockt hat. Somit entsteht schon mal das Problem, man hat zwar eine Ahnung von seiner eigenen Plattform, aber wenn es um die gegenüberliegende Plattform geht, muss man sich auf Spekulationen und Vermutungen einlassen und dadurch entstehen sehr, sehr viele Missverständnisse im Video, die eigentlich nicht stimmen. Ebenso gibt es diese tollen Videos, wo zwei Konsoleros eingeladen werden und zwei PC-Gamer. Es reicht nämlich schon, Minecraft zu spielen. Und man kann zwar in Sims 3 nicht Add-ons von DLCs unterscheiden, aber hey, Hauptsache du benutzt Maus und Tastatur, das reicht uns. Das Problem ist, wie gesagt, dass sehr, sehr viele Missverständnisse entstehen, Sachen, die einfach falsch sind und Sachen, die Leute nicht wissen. Und am Ende ist die Auflösung immer gleich. Und es nervt mich tierisch. Warum streiten wir uns überhaupt? Am Ende gibt es keinen klaren Sieger. Und hey, warum sollte es überhaupt einen geben? Denn sind wir nicht alle Gamer? Jetzt ohne Scheiß, wenn ihr diese Scheißlösung immer am Ende bringt, warum macht ihr ein 40 Minuten Diskussionsvideo überhaupt darüber? Macht es einfach und kurz und schmerzlos. Bringt einfach nur... Ihr müsst nicht mal sprechen. Macht einfach einen Text rein. Wir sind alle Gamer. Es gibt keinen Grund für dieses Diskussionsvideo. Danke fürs Schauen. Danke für die Klicks. Fertig. Mehr müsst ihr nicht tun. Wie gesagt, das, was mich am meisten an diesen Videos aufregt, ich erwarte Mythbusters. Fakten. Fakten und Sachen, die wahr sind und stimmen. Aber was bekomme ich? Welt der Wunder. Spekulationen, Vermutungen, denn wir können nicht alles wissen. Aber hey, jeder hat ein Recht auf Meinungsäußerung. Kotzt mich tierisch an. Mit meinem Video möchte ich einfach nur die Leute über die zwei verschiedenen Plattformen aufklären. Den PC und die Konsolen. Ich fange auch schon direkt an, das erste Gerücht zu dementieren, das entstanden ist. Damit ihr euch die Idioten besser vorstellen könnt, die dieses Gerücht verbreiten, ziehe ich meine Idiotenbrille an. Der PC ist tot! Der PC ist tot! Und das Schlimmste ist, die PC-Gamer stimmen in diesen Idiotenchor ein. Der PC ist zwar noch nicht tot, aber er wird langsam getötet. Ich habe lange überlegt, wie dieses bekloppte Gerücht entstanden sein könnte. Und nach langer Überlegung kam ich zu einem Schluss. Crysis! Keiner versteht mich. Moment, ich erkläre es. 2007 ist Crysis rausgekommen. Das Aushängeschild für Wahnsinnsgrafik. Ich meine wirklich Wahnsinnsgrafik. Und das, was der PC kann. Und nur der PC. Richtig? Und lange Zeit, und seien wir mal ehrlich, PC-Gamer, ihr habt genauso gedacht, war es so eine Art, der Kerl im Crysis-Anzug, im Nano-Suit, der war so eine Art Aushängemaskottchen für den PC. Ihr habt nichts gespielt, wenn ihr nicht Crysis gespielt habt, richtig? So, 2011 kam dann die große Überraschung, Crytek bringt Crysis 2 auch für die Konsolen raus. Und wir haben alle diese tolle Sendung geguckt, die früher auf MTV lief. Und einer der zwei Kommentatoren, die sich immer vor die Kamera stellen, hat behauptet, PC-Gaming stirbt. Ich gebe euch einen kleinen Tipp, es war nicht der Asiate. Und naja, anscheinend ist das in die Köpfe der Leute gegangen. Die Konsolengamer haben gedacht, hey geil, wir haben Crysis jetzt auch auf den Konsolen, das macht den PC eigentlich unnötig. Und die PC-Gamer dachten, oh fuck, Crytek hat das Zeug für die Konsolen mitentwickelt. Shit. Ich möchte euch kurz aufklären, Leute. Nur weil ein Titel Multiplatt wird, also das heißt auf der Konsole und dem PC, heißt das nicht, dass der PC tot ist. Das heißt einfach nur, Crytek hat sich entschlossen, mehr Kohle zu machen. Hey, wer hätte das gedacht? Eine Wahnsinnsidee. Wie sah das 2007 denn aus mit Crysis? Das Spiel hat 50 Euro gekostet
Und jeder musste seinen PC aufrüsten, sich Vista kaufen, weil Windows 7 noch nicht draußen war. Oh Gott, das war so eine schlimme Zeit. Wenn du DirectX 10 haben wolltest, musst du Vista benutzen. Weil Windows XP ging nur mit DirectX 9. Und jeder wollte die epische DirectX 10 Grafik haben, denn ey, DirectX 10, ich gehörte nicht dazu. Jeder hat seinen PC entweder aufgerüstet oder sich ein High-End-Modell gekauft, hat sich Crysis geschnappt, Vista geschnappt, installiert, das andere installiert und dann, shit, das Ding lief wie eine Dia-Show. Und was haben die meisten Gamer gemacht? Entweder sie haben sich das Scheißding einfach nur aus dem Netz gezogen, um zu testen, ob es überhaupt auf ihrem PC funktioniert, also gratis spielen, oder sie haben es gekauft, es funktioniert nicht, obwohl die Systemvoraussetzungen sagen, ja, es sollte wenigstens irgendwie laufen, haben es zurück in den Laden gebracht und haben gesagt, hier, Bitch, her mit meiner Kohle. Das war das Resultat. Ich wundere mich, dass Crytek danach nicht pleite gegangen ist. Ja, es war das dicke Aushängeschild des PCs, was er konnte zur damaligen Zeit. Aber danach haben sie sich wahrscheinlich entschlossen, wie wäre es, wenn die Grafik ein bisschen runterschrauben? Es sieht immer noch episch aus, vor allem auf den Konsolen. Es ist immer noch das bestaussehendste Spiel auf den Konsolen. Aber dafür machen wir es Multiplatt. Das heißt, es läuft endlich auf allen PCs, die gerade draußen sind. Und die Konsoleros können es kaufen. Das heißt, wir machen Kohle. Mehr war es einfach nicht. Also, dieses Gerücht, dass der PC tot ist, ist damit dementiert. So, kommen wir zum nächsten Gerücht. Und das ist mit Abstand mein Lieblingsgerücht. Und ich werde richtig Spaß haben, dieses Gerücht zu dementieren. Oh ja. Es geht um die Aussage... Moment. Idiotenbrille aufsetzen. Der PC hat eigentlich kaum noch Exklusivtitel, denn die großen Titel wie Crysis 1 und 2 sind mittlerweile auch auf den Konsolen erhältlich und der PC hat eigentlich kaum noch weitere Exklusivtitel. Damit wird der PC eigentlich ziemlich irrelevant als Gaming-Plattform, im Gegensatz zu den Konsolen, wo jährlich neue Exklusivtitel erscheinen. Oh mein Gott. Dummheit. Dummheit und Ignoranz. Aber ich bin nicht von den Leuten enttäuscht, die diese Aussage verbreiten, sondern mehr von den PC-Gamern, die stumme Zeugen dieser Dummheit sind und nichts dazu sagen. Das irritiert mich. Warum schweigt ihr? Der PC hat unglaublich viele Exklusivtitel und nein, ich meine nicht Anno. Oh mein Gott. Ich zeige euch mal ganz kurz eine kleine Tabelle von den Exklusivtiteln, die 2012 erschienen sind für die Wii, die PlayStation 3, die Xbox 360 und den PC. Schaut euch das jetzt mal an. So, was ihr hier seht, sind die Exklusivtitel des Jahres 2012, die noch erscheinen werden, aufgelistet in zufälliger Reihenfolge. Keine Handhelds und auch keine plattformübergreifenden Titel wie Witcher 2 oder Minecraft. Am Start stehen die Wii, Wii U, PS3, Xbox 360 und der PC. Die Wii U ist noch nicht draußen, deswegen muss die Wii herhalten und die erlebt gerade ihren Lebensabend. Deswegen haben wir hier gerade mal zwei Exklusivtitel aufgelistet. Ich weiß, Pandora's Tower und The Last Story sind auch rausgekommen oder werden rauskommen im Jahr 2012, aber diese Titel waren schon längere Zeit in Japan draußen, deswegen sind sie hier nicht aufgelistet. Die PS3 hat... schauen wir mal... ja, nicht schlecht. Insgesamt 13 Exklusivtitel. Die Xbox 360, da sieht es ein bisschen fade aus. Da gibt es gerade mal 6 Titel und einer davon ist sogar ein Kinect-Spiel, soweit ich weiß. Naja, aber schauen wir mal, was der PC zu bieten hat. An Exklusivtiteln. Ich scroll runter und runter. Immer weiter. Immer noch. Ja, und das sind alles Spiele, die im Jahr 2012 erscheinen werden. Und weiter. Und immer noch weiter. Und weiter. So, wir wären am Ende. Also wie ihr sehen könnt, Wii, Wii U, PS3, Xbox 360 und das hier, das alles ist der PC. Insgesamt haben die einzelnen Plattformen zu bieten. Also die Wii hat gerade mal 2 Titel am Start, die Xbox 360 6, die PS3 13. Insgesamt sind das gerade mal 21 Titel. Der PC dagegen
dass alles, was ihr hier gesehen habt, das sind 50 Titel. Und das sind nur gerade die, von denen ich weiß. Es gibt bestimmt noch mehr. 50 Titel sind mehr als 21, das muss ich euch nicht erklären. Also der PC hat wesentlich mehr Exklusivtitel am Start als die drei Konsolen zusammen. So, damit wäre bewiesen, dass der PC, eine Plattform, mehr Exklusivtitel hat als alle drei Konsolen zusammen. Und ich rede hier nicht nur von dem Jahr 2012, das ich euch hier in der Tabelle vorgeführt habe. Nein, das ist kein Trend, der erst seit gestern herrscht. Das geht schon so seit 2005. Also um es euch genau zu verdeutlichen, der PC, eine Plattform, hat seit 2005 bis heute mehr Exklusivtitel rausgehauen, jährlich, als alle drei Konsolen zusammen. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum dieses Gerücht entstanden ist und wie es sich bis heute so hartnäckig hält. Es muss doch jemandem aufgefallen sein, dass der PC mehr Titel hat als die Konsolen zusammen. Und nur weil sich Idioten vor die Kamera stellen und sagen, ja, der PC hat kaum Exklusivtitel, außer vielleicht Anno und Sims, heißt das nicht, dass ihr diesen Idioten unbedingt Glauben schenken müsst. Denn die haben einfach keine Ahnung. Und wie gesagt, nur weil große Titel, die auf dem PC groß geworden sind, wie Crysis und Crysis 2, jetzt Multiplattform-Titel sind, heißt das nicht, dass der PC diese Titel verloren hat. Das heißt einfach nur, die Titel sind Multiplattform-Titel geworden und existieren auf den Konsolen und im PC. Mehr ist es nicht. Damit wäre das Gerücht, der PC hat keine Exklusivtitel, offiziell dementiert.